Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute schon mal zu dem ersten Teil meiner Neuzugänge im November. Ich habe gedacht, ich teile das diesen Monat einfach mal wieder auf. Dann bekommt ihr auch mehr Videos, dadurch, dass ich ja sowieso in letzter Zeit eher relativ selten etwas hochlade, aber trotzdem immer noch Bock habe, ist das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Zudem werden ja meine Neuzugänge-Videos sowieso immer relativ lange, deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall mal angebracht, das Ganze vielleicht in zwei zu teilen und dann könnt ihr euch im Monat auch mehrmals darüber freuen, vor allem, weil ihr dann auch immer recht aktuell seid, was für Neuerscheinungen monatlich so rauskommen, weil ich ja tatsächlich immer recht aktuell bin. Was meine Bücher angeht, natürlich habe ich auch immer mal so ein paar ältere Sachen dabei, aber das meiste ist tatsächlich aktuell und dann bleibt ihr auch auf dem neuesten Stand, obwohl ihr das wahrscheinlich sowieso bleibt, weil auf TikTok und so weiter in relativ kurzen Videos immer sowieso alle Neuerscheinungen zu sehen sind, aber ja, genau. Ich wollte das Ganze einfach machen, damit es ein bisschen entzerrt wird Ende des Monats. Und es ist trotzdem schon ein bisschen was bei mir eingezogen tatsächlich. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit diesem Video. Ja, ihr Lieben, es sind tatsächlich schon Weihnachtsbücher bei mir eingezogen. Und zwar unter anderem Lichterglanz von B.K. Borison, Wo Träume wahr werden. Ja, das ist eine Winter-Cozy-Romance, wo es, glaube ich, um eine Weihnachtsbaumfarm geht. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Ich habe leider bis dato noch gar nicht so viel Gutes darüber gehört, aber ich werde es mal ausprobieren. Auch ich lese immer mal ein, zwei Weihnachtsbücher vor Weihnachten. Tatsächlich immer ein bisschen weniger, als ich mir wünschen würde, aber ich werde es versuchen. Zudem habe ich noch dieses hier von Janne Mommsen, Die Weihnachtsliste. Dieses Buch klingt verdammt süß. Der kleine Spielzeugladen in Friedrichstadt ist ein bedeutsamer Treffpunkt für alle Generationen. Als Inhaber Hein stirbt, bricht vor allem für die Kinder eine Welt zusammen. Und wo wird nun der traditionelle Weihnachtsbazar stattfinden? Heins Großneffe Ben soll den Laden auflösen. Doch zuvor muss er einen letzten Auftrag erfüllen. Die Weihnachtsliste, die Hein erstellt hat. Die Spielzeuge darauf sollten vor dem Heiligabend ausgeliefert werden. Dabei unterstützt ihn Nientje, die Hein auf seinem letzten Weg begleitet hat. Ja, und da eröffnen sich für Ben so einige Dinge. Es klingt so verdammt süß. Es klingt, als wäre es einfach so eine süße, süße kleine Weihnachtslektüre, die einem einfach so ein bisschen die kalten Abende vor dem Heiligen Abend versüßt. Dann haben wir hier noch Winterherz von Ralf Günther. Auch hier eine weihnachtliche, kurze Erzählung, wo es um einen Jungen geht, der herzkrank ist und deswegen, glaube ich, Weihnachten oder wenige Wochen vor Weihnachten im Sanatorium verbringen muss und dort aber Freundschaft schließt mit, ich glaube, dem Jungen in seinem Zimmer, mit seinem Zimmergenossen, genau. Und ja, ihr Lieben, das klingt auch super süß, als wäre es einfach was für die Seele und ja, mal gucken, was sich dahinter so verbirgt. Dann ist bei mir relativ verspätet The Long Game eingezogen. Bis dato noch nicht in der richtigen Verfassung, in der richtigen Fassung, so rum. Weil ich das bei Chest of Fandoms mit Farbschnitt bestellt habe. Aber ich muss das jetzt so unbedingt lesen, weil das vielleicht ein Winter-Weihnachtstipp, also jetzt nicht wegen dem Inhalt, sondern für unseren Weihnachtsbücherabend wird. An unserem Weihnachtsbücherabend im Geschäft stellen wir immer unsere Lieblingsbücher des Moments vor. Und dieses hier könnte so eines sein und deswegen möchte ich es halt jetzt gerade lesen. Deswegen ist es vorübergehend in der falschen Fassung bei mir eingezogen. Ich glaube, dass es letzten Monat erschienen ist. Ich habe von Elena Amos bis dato alles gelesen und freue mich einfach auf diese Story, die ich bis dato wirklich cool finde. Und zwar geht es hier um Adeline. Und Adeline arbeitet in dem Fußballclub ihres Vaters. Allerdings hat sie gerade etwas getan, was sie so ein bisschen zur Aussätzigen werden lässt. Denn sie hat das Maskottchen des Clubs geköpft. Das Ganze ist viral gegangen und deswegen ja, schickt ihr Vater sie quasi ins Asyl. Und sie muss weit, weit entfernt so ein kleines Charity-Projekt für den Fußballclub ja, aufpäppeln in irgendeiner Form. Was sie nicht weiß, ist, dass der Verein, für den sie da arbeiten muss, aus kleinen Mädchen besteht. Und ja, da ist sie natürlich alles andere als begeistert. Vor allem, weil der Trainer dieser Mannschaft niemand anderer ist als ein berühmter Ex-Fußballer.
Fußballer, von dem sie sich fragt, was ihn denn überhaupt in diese ländliche Gegend verschlagen hat. Das Ganze klingt unheimlich cute. Ich habe schon angefangen, die Geschichte ist bisher total charmant, genau wie alle anderen Geschichten von Elena Amas. Es soll scheinbar eine Slowburn-Romance sein, was mich nicht im geringsten stört. Ich kann auch sowas gerne mal lesen, ohne dass es direkt ins Bett gehüpft wird. Ich bin gespannt, ich finde, es sieht super aus und ich freue mich einfach tierisch auf die Geschichte. Eben noch eine Sache, auf die ich mich in diesem Monat sowas von unbedingt gefreut habe, ist Check and Mate von Ellie Hazelwood, der neue Ellie Hazelwood. Ja, wir haben dieses Jahr zwei Ellie Hazelwoods bekommen, nämlich Love Theoretically, da steht's, und Check and Mate, was zum ersten Mal im Heine Verlag erschienen ist. Alle anderen Bücher von Ellie Hazelwood sind bisher bei Rütten und Löning übersetzt worden, weshalb ich ein bisschen Schiss habe, ob die Übersetzung hier auch so cool ist wie bei den anderen. Und sie haben hier das Originalcover übernommen, was bedeutet, dass es nicht zu den anderen deutschen Ausgaben passt, was ich ein bisschen schade finde, weil ich die bis dato eigentlich sehr schön fand, obwohl mir die Englisch natürlich auch gefallen. Genau, in Check and Mate geht es um ein junges Mädchen, beziehungsweise eine junge Frau. Was mich an diesem Buch aber so ein bisschen gestört hat, ist, dass normalerweise geht es ja wirklich um Frauen so zwischen 20 und 30, auf jeden Fall Anfang 20. Und dieses Mädchen hier ist 18. Auf jeden Fall am Anfang. Also ganz am Anfang ist sie 16 und als die Geschichte dann wirklich anfängt, ist sie 18. Und an sich stört mich das gar nicht, aber es ist halt kein Jugendbuch, ist wahrscheinlich auch im No-Adult-Bereich angesiedelt. Und ich mochte das eigentlich, dass ich, ja, dass die Figuren bei Ellie Hazelwood eigentlich immer, das heißt alt, aber in einem Alter sind, was meinem relativ nah ist. Und jetzt haben wir hier so einen ganz krassen Jungspund. Und ich bin einfach gespannt, ob sich das dann für mich genauso lesen lässt wie die anderen. Das Thema finde ich cool. Ich finde, man muss nicht unbedingt Schachspieler sein, um ein Buch zu lesen, wo es um Schach geht. Hier geht es darum, dass sie irgendwie bei einem Event den Weltmeister, ich weiß nicht, nennt man das da so, Weltmeister? Keine Ahnung, auf jeden Fall schlägt sie den besten Schachspieler, Nolan, der auch noch ungefähr in ihrem Alter ist, 2, 3 Jahre älter. Und zwischen den beiden prickelt es, glaube ich, dann auch. Ja, ich finde es schön, es hat einen Farbschnitt. Ja, und wie gesagt, das original englische Cover müsste das, glaube ich, sein. Und ich freue mich einfach drauf. Ich liebe Ellie Hazelwoods Bücher einfach immer. Ich bin gespannt, ob man hier merkt, dass es jemand anders übersetzt hat. Ich weiß gar nicht, ob es jemand anders übersetzt hat, aber ich gehe davon aus, weil es ein anderer Verlag ist und da werden andere Übersetzer dran gearbeitet haben. Aber ja, ich freue mich einfach. Bin mal gespannt, ob man das irgendwie merken wird. Ich habe halt überall gelesen, dass viele gesagt haben, es liest sich wirklich anders. Nicht wegen der Übersetzung, sondern generell. Viele haben gesagt, das ist kein typischer Ellie Hazelwood. Deswegen bin ich gespannt, weil ihr Humor ist halt immer total super. Den liebe ich total. Es ist immer so ein bisschen Spice mit drin, aber nicht zu viel. Es ist nicht überdramatisch und das mag ich an ihren Büchern. Und ja, irgendwie bin ich dann so, dass ich mir so denke, ich mag das Altbekannte. Ich will gar nichts Neues. Also mal gucken, wie das so ist. Dann ist bei mir eingezogen 22 Bahnen von Caroline Wahl. Jetzt endlich, nachdem das ganze Buch halt das Liebling geworden ist und meine Kollegen auch von diesem Buch so krass schwärmen, ja, ist das Buch dann auch mal bei mir eingezogen und ich werde es mir wohl irgendwann mal zu Gemüte führen. Ich muss sagen, die aus den letzten Jahren, die Buchhändlers Liebling gewonnen haben, haben mich jetzt gar nicht so krass interessiert. Also der Gesang der Flusskrebse war nicht so meins, eine Frage der Chemie. Das ist einfach alles thematisch gesehen überhaupt nicht mein Fall, was aber nicht bedeutet, dass die Bücher nicht fantastisch sind. Und hier, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, damit kann ich schon eher was anfangen, denn die mag ich tatsächlich sehr gerne. Und deswegen, das Buch ist ja auch super dünn, kann ich das definitiv mal lesen. Dann, ihr Lieben, The Great Undoing und The Long Way Home von Jessa Hastings, Teil 3 und Teil 4 der Magnolia Parks-Reihe, wo es einmal mit Magnolia und einmal mit Daisy Hates weitergeht. Und was ich so ein bisschen enttäuschend finde, und Leute, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde den Farbschnitt wunderschön. Aber wenn man sich die Farbschnitte der ersten beiden Bände anguckt, dann weiß man, dass da so Blumen drauf gedruckt waren. Und ich bin halt so jemand, wenn ich einen Farbschnitt bei Büchern mache, dann bin ich halt der Ansicht, dass man den dann auch quasi zusammenpassend von Band zu Band macht. Ja? Dass man sich nicht entscheidet, Band 1 und 2 anders aussehen zu lassen als Band 3 und 4. Und das ist halt jetzt hier leider der Fall. Also Band 1 und 2 haben halt einen Farbschnitt mit Blümchen drauf und Band 3 und 4 haben halt nur einen Farbschnitt. Und ich finde halt, wenn es bei allen vier nur reiner Farbschnitt gewesen wäre, ohne Muster, hätte mir das genauso gut gefallen. Aber jetzt Band 1 und 2 anders,
Ja, zu haben als 3 und 4 finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Dann lieber gar kein Farbschnitt, sage ich ehrlich. Also wenn man es da nicht durchziehen kann, weil die Farben sind ja hammermäßig geil, ne? Also ich meine, guckt es euch an und einzeln gesehen sehen die richtig hammer aus, aber zusammen passt es halt nicht, weil auf dem Cover sind ja auch die Blumen, also die hätten das definitiv durchziehen können. Hier sieht man es jetzt nicht, aber hier war doch auch irgendwo eine. Wo habe ich denn eine gesehen? Ach so, auf der Rückseite sind welche. Warum macht man das dann nicht rein übergreifend? Also, das verstehe ich halt nicht. Aber ich freue mich. Ich habe bis dato ja nur den ersten zu drei Vierteln gelesen. Ich hoffe, dass ich ihn im November beenden kann, damit ich euch dann meine Meinung dazu sagen kann, die bis dato sehr zwiegespalten ist. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze zu Ende geht und wie ich dann zum Schluss darüber denken werde. Dann ist bei mir eingezogen Sirens von Maike Voss, Das Glühen der Magie. Ein Buch, über das ich so gar nichts weiß, das aber wirklich, wirklich, wirklich fantastisch aussieht und was ich, glaube ich, auch nochmal in der Chester Fandoms Ausgabe bestellt habe. Seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt die 21-jährige Reagan ein Leben auf der Flucht. USA, Frankreich, England, nirgends hält sie es lange aus. Dann begegnet ihr eines Abends in London der unerwartend gut aussehende Penn und stellt ihr Leben noch weiter auf den Kopf. Er flirtet nicht nur schamlos mit ihr, sondern behauptet auch der Prinz der Ataga zu sein, den Sirenen, von denen Reagan geglaubt hatte, die letzte zu sein. Und nun brauchen die Ataga ihre Hilfe, sonst ist nicht nur der Schwarm, sondern die ganze Welt dem Untergang geweiht. Ja, klingt mega. Also ich meine, Siren, Sirenen sind ja quasi so ein bisschen eine abgewandelte Meerjungfrau, ne? Man hat ja früher gesagt, Sirenen haben Schifffahrer quasi gegen Felsen getrieben mit ihrem Gesang und dass sie so betörend gewesen wären. Ich bin gespannt, inwiefern man hier die Legende der Sirenen so mit eingebaut hat oder ob man da nur Meerjungfrauen normale quasi draus gemacht hat. Ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich habe noch nicht entziffert, was das hier für eine Gestalt sein soll. Es sieht super interessant aus und ja, mal gucken. Dann habe ich hier schon mein zweites Buch von Stefanie Lasthaus, Schneewittchens dunkler Kuss. Und ich habe bis dato noch keins gelesen. Ich habe generell auch von Christina Henry, die ja auch diese Märchen-Horror-Adaptionen schreibt, noch nichts gelesen, Leute. Das sind so Sachen, die ich mal ausprobieren will, die ich sehr, sehr hübsch finde, wo ich einfach keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ich habe in diese von Christina Henry Alice mal reingelesen und ich war so, boah, keine Ahnung, super blutig. Ich habe nichts gegen mal ein bisschen Grusel, aber Horror ist gar nicht meins und vielleicht ist das dann echt verfehlt. Ich habe keinen Plan, aber ja, irgendwie komme ich trotzdem nie dran vorbei. Dann, ihr Lieben, ist die ja, neue Hardcover-Schmuckausgabe von Bleib bei mir, Sam, bei mir eingezogen. Das war in irgendeiner Form klar, weil ich liebe Hardcover, das wisst ihr mittlerweile. Und Bleib bei mir, Sam, ist eine absolute Lieblingsgeschichte von mir. So ein tolles, fantastisches Buch, wo es einfach um Trauerbewältigung geht. Das ist unheimlich traurig. Ich habe nur geheult, das ganze Buch durch. Es ist so, so, so fantastisch. Und ich finde ja schon das Taschenbuch sehr schön, weil auch das Taschenbuch einen Farbschnitt hatte oder hat. Ich habe das ja noch. Und jetzt hat sich der Verlag entschieden, ein Hardcover draus zu machen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das einfach sofort gemacht hätten, weil jetzt gibt es wieder zwei Varianten. Das ist so ein bisschen, Aber ja, sie haben dann auch einen neuen Farbschnitt gewählt, einen anderen. Und jetzt kann man das Ganze auch in Hardcover-Form bekommen, was ich super finde generell. Also ich stehe hinter Hardcover, ich mag Hardcover. Von mir aus könnte es nur Hardcover geben. Und deswegen musste das natürlich bei mir einziehen. Dann ist bei mir eingezogen Paper Thin Touch von Tara Keys. Was mich tatsächlich total interessiert von der Thematik, es geht nämlich, glaube ich, um eine Lektorin. Er ist Autor, doch niemand darf seine Identität kennen, sie ist seine Lektorin. Genau, also sie ist Lektorin und das finde ich generell schon mal ein richtig cooles Thema. Er ist ein Autor, total berühmt, aber keiner weiß eigentlich, wer er ist. Irgendwie so verstehe ich das jetzt. Und die beiden werden sich verlieben. Es ist Moon Notes, was ich immer mit etwas jüngerer Lektüre also so, ne, denke ich immer, sind irgendwie auch junge Leute. Jetzt geht es ja hier um ausgewachsene Erwachsene quasi, ne? Deswegen bin ich gespannt, ob das sich dann trotzdem jung lesen lässt oder dann wirklich nur adultmäßig. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, die schreiben ja schon, bei Moonnote gibt es schon auch spicy Sachen, oder? Ja doch, ich habe bisher nur Adult mit Spice bei Moonnotes gelesen. Also war das jetzt wahrscheinlich alles Schwachsinn, was ich gerade geredet habe. Aber ja, New Adult sind ja trotzdem meistens Leute, die studieren gehen und sonstiges. Und hier, die stehen halt schon im Arbeitsleben. Lieben,
absolut begeistert, dass es endlich da ist. Der neue Ava Reed. Leute, das ist so ein Must-Read. Im November haben wir. Ava Reed schreibt die besten Coming-of-Age-Geschichten, die existieren. Und nur ein Wort mit 7 Buchstaben klingt so fantastisch. Es geht nämlich um Familie und es geht um Mika, der, glaube ich, bei suchtkranken Eltern lebt und dann von denen halt getrennt oder vom Jugendamt aufgegriffen wird. Und dann wird er quasi auf einen Bauernhof geschickt. Gibt es da noch einen Twist, weil er auch mit Drogen erwischt wird? Ja, genau. Und dann ist er eben dort auf dem Bauernhof, total ländlich, wahrscheinlich bei einer sich liebenden Familie. Und da treffen natürlich Welten aufeinander. Und es klingt nach einem ganz, ganz fantastischen Jugend-Coming-of-Age-Roman. Ich feiere Ava Reed total dafür. Sie ist ja so ein bisschen ins Fantasy- und New Adult-Genre abgetrudelt, was ich auch verstehen kann, weil das einfach die gehypten Genres sind. Aber für mich sind ihre besten Bücher einfach die aus dem Coming-of-Age-Bereich, weil die einfach so fantastisch sind und ich freue mich einfach so tierisch drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einfach nur fantastisch. Bestimmt. Ich gehe davon aus, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ja, das ist einfach das Genre, was ich von ihr kenne und was ich liebe. Ja. Und dafür haben wir jetzt Mona Kasten, die sich mal Fantasy traut. Fallen Princess ist ein Farbschnitt, erst limitierte Auflage, whatever, im Hardcover. Und ist eine Fantasy-Story. Und ich weiß gar nicht, worum es geht. Als die 17-jährige Zoe King den Tod eines Mitschülers voraussieht, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Denn statt der Gabe des Heilens, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von dieser Erkenntnis erschüttert, muss sie an der Everfall Academy den Zweig wechseln und bekommt Dylan Day Park als Mentor an die Seite gestellt. Einem Reaper, der anderem mit seiner bloßen Berührung die Seele entreißen kann und Zoe nun dabei helfen soll, mit ihrer neu erweckten Magie umzugehen. Doch der Tod ihres Mitschülers lässt ihr keine Ruhe. Als sie beschließt, den Fall genau unter die Lupe zu nehmen, findet sie nach und nach heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten. Allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt. Okay, ja, klingt sehr 0815. Mit Banshee-Thematik gab es in den letzten Jahren auch schon mehrere Sachen, wo ich aber nichts bisher von gelesen habe. Das wird, glaube ich, auch wieder eine Dilogie, also zwei Bände werden. Die Erstauflage ist mit wunderschönen Illustrationen im Buchclub, in der Buch. Erste Seite, you know. Ich kann mich nicht ausdrücken. Es sieht wirklich ganz hübsch aus, allerdings muss ich sagen, ich finde das sehr farblos. Also es hat so einen ganz, ganz blassen Lavendelton. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Kamera gut rüberkommt. Was an sich zum Farbschnitt passt, also an sich so im Gesamtkonzept finde ich sehr hübsch, aber ja, also die Bücher davor von ihr fand ich schöner gestaltet. Aber ich freue mich auf die Geschichte. Wie gesagt, das klingt 0815, aber ich mag Mona Kasten. Also sie weiß schon, sich auszudrücken und Geschichten zu schreiben und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Dann ist natürlich Two Lives to Rise bei mir eingezogen, Breaking Waves Band 2, natürlich auch eine Farbschnittausgabe und da ist, glaube ich, auch ein Page Overlay drin. Jetzt lasst mich nicht. Ja. Page Overlay. War im ersten auch ein Page Overlay drin? Ich weiß es nicht. Der steht irgendwo da hinten. Müsste ich mal gucken. Ja, das ist ja auch eine Geschichte, wo es irgendwie um mehrere Freundinnen geht und eine verschwindet irgendwie. Ich habe den erst noch nicht gelesen, aber auch das glaube ich ansonsten immer eine Love Story mit da drin in dieser Haupthandlung. Ich bin gespannt, bis dato noch nichts von gelesen, auch noch nicht viel von gehört tatsächlich. Dementsprechend bin ich da ganz unvoreingenommen auch. Dann mal vorläufig bei mir eingezogen. Das ist so ein Ding, was ich erstmal ausprobieren will. Das Erbe der Pandora Blake von Susan Stokes Chapman, wo es um Dora geht. Es spielt irgendwie, genau, 1790, die für ihren Onkel arbeiten muss. Denn er hat das Geschäft der Eltern weitergeführt, als diese beiden gestorben sind. Und Dora würde dieses Geschäft gerne zu altem Glanz zurückführen. Das ist ein Antiquitätenladen, weil der Onkel lässt es so ein bisschen verkommen. Er verkauft Fälschungen und das ist natürlich komplett entgegengesetzt dem, was ihre Eltern aufgebaut haben. Und sie möchte jetzt eigentlich gerne dafür sorgen, dass das Geschäft wieder läuft und auch wieder so läuft, wie ihre Eltern das wollten. Aber das kann sie leider nicht, weil der Onkel sie daran hindert. Und sie ist ja eine Frau und um 1700 war das noch ein Riesenthema. Und
Es beginnt ganz cool. Ich habe schon mal angefangen, aber nicht viel bisher gelesen. Das ist aus drei Perspektiven erzählt, nämlich einmal aus der Sicht von Dora, einmal aus der Sicht von ihrem Onkel Hezekiah, ich weiß nicht, ob es so gesprochen wird, und von einem jungen, gelehrten Wissenschaftler Edward. Und Edward wird wahrscheinlich Dora helfen, herauszufinden, was wirklich mit dem Tod ihrer Eltern passiert ist, bei dem Tod ihrer Eltern passiert ist und was es ja mit dem Onkel auf sich hat und was der eigentlich für Interessen hat. Und ich bin gespannt. Hier steht der Sunday Times Bestseller. Das hat natürlich erstmal nichts zu heißen, aber ich finde, das sieht eigentlich wirklich ganz spannend aus. Es beginnt sehr märchenhaft, weil sie mit ihrer Elster spricht. Das ist eigentlich ganz cute so, wie sie mit dem Tier interagiert, aber natürlich absolut nicht realistisch. Aber ja, mal gucken. Vier Sachen haben wir noch. Zum einen The Beautiful Fall von Hugh Breaky? Ich weiß nicht, wie mein Nachname ausspricht. I'm so sorry. Da geht es um einen jungen Mann, der alle 6 Monate, soweit ich weiß, sein Gedächtnis verliert und dann wieder von null anfangen muss, ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wie chaotisch das wird, wenn er sich jetzt verliebt. Und genau darum geht es. Also, es klingt halt so, so schön. Es ist super dünn. Und ich habe gedacht, das ist etwas, was ich gerne mal ausprobieren möchte, weil das einfach eine super emotionale, berührende Love Story verspricht. Und dafür bin ich eigentlich immer zu haben. Dann ist der zweite Teil von Queen of Myth and Monsters eingezogen. Auch das hat einen Farbschnitt an schlichten Lilan, was ich aber trotzdem sehr schön finde. Ich finde das immer mit diesen Goldprägungen da drauf, ne, so schön. Ja, erst noch nicht gelesen. Eine Romantasy müsste das, glaube ich, sein. Und ja. Und dann unerwarteterweise ist bei mir Ink, Blood, Mirror, Magic eingezogen. Eigentlich habe ich wirklich relativ lange dagegen rebelliert, weil das ist ja, glaube ich, schon eine Weile draußen, oder? Ich meine, das gibt's schon 1, 2, 3 Monate, oder? Ich meine schon. Und irgendwie, Leute, war ich so, weiß ich nicht. Also es geht zwar auch um eine Sammlung seltener Bücher, was erstmal ja total mein Thema ist, aber ich habe gar nicht mal so Gutes darüber gehört. Ja, aber hier letztens habe ich so gedacht, ach, ich kann irgendwie nicht widerstehen. Jetzt ist es hier, es sieht wirklich hübsch aus, obwohl das Cover itself gar nicht mal so besonders ist. Aber der Farbschnitt ist wirklich schön und es ist schon ein schön gestaltetes Buch, das muss man sagen. Ich habe auch erst gedacht, oh, es wäre ein Jugendbuch, aber es ist vom Piper Verlag. Piper macht keine Jugendbücher, deswegen denke ich mal, dass das normales Fantasy, Urban Fantasy Buch ist. Ja, schauen wir mal. Da weiß ich wirklich noch so gar nicht, was ich von erwarten soll. Wenn ihr da schon Erfahrungen zu habt, schon was gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das so ist. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Buch, was da eingepackt ist, wo ich mich so unheimlich drüber freue. Ich habe es zwar schon in einer anderen Ausgabe, die ich euch in meinem letzten Neuzugänge-Video gezeigt habe, aber das Ganze wurde von Chest of Fandoms nochmal in einer anderen Ausgabe verkauft, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen konnte, einfach weil es meine Lieblingsautorin ist. Und zwar handelt es sich um Cassandra Clare. Swordcatcher. Chest of Fandoms hat Swordcatcher in einer komplett anderen Hardcover-Ausgabe rausgebracht. Ich besitze jetzt beide, das Original mit Farbschnitt und den hier. Und ich muss aber sagen, also ich finde den roten auch sehr schön, Leute. Ja, versteht mich nicht falsch, aber der, das ist schon echt schön. Die Chroniken von Castellan, Band 1. Dieses Buch sieht so verdammt schön aus. Es ist eine Karte mit drin, was ich toll finde. Und, oh mein Gott, es ist ein Oh mein Gott. Das sieht ja so geil aus. Und Leute, was ich gar nicht wusste, ich habe gerade eben erst die Folie abgemacht. Das Buch sieht einfach drunter. Oh mein Gott. Welcome to Castellane. Oh, ist das schön. Also Leute, das ist schon echt schön. Das ist schon echt schön. Obwohl ich mich frage, muss das hier wirklich hinten drauf? Das ist halt hinten drauf. Bei mir ist das vorne drauf. Ist das normal? Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich schön. Und es hat ein Wendecover, obwohl ich sagen muss, hier ist es das Wendecover. Ich finde dieses halt so schön. Ne? Es hat auch Goldapplikation. Sieht so toll aus. Also, ja, Fantastico. Fantastico, Leute. Aber das wäre es dann auch schon. Und mal gucken, was sonst noch diesen Monat bei mir einzieht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch bis dato so eingezogen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!